Hallo und willkommen zum neuen Video. In dem Video geht es ums Spleißen von Hauptschnüren und Schlagschnüren und wie man auf einen Wirbel einspleißt. Meine Tasche habe ich schon hergerichtet. Da habe ich eigentlich alles drin, was ich brauche. Entweder egal ob fürs Vertikalangeln oder auch fürs Stellfischangeln. Dann schauen wir mal rein, was wir haben. Ich habe hier eine 50er geflochtene, ein 12-fach Geflecht. Und hier ein 75er Snackleader. Auch ebenfalls ein 12-fach Geflecht. Und jetzt zeige ich euch, wie man die beide verbindet. So. Wir brauchen natürlich ein Spitzleisnadel, unser Superkleber. Los geht's. Ihr werdet sehen, das geht schneller wie man denkt. Und man hat schon eine super Verbindung und keinen Knoten, der die Schnüre schwächt. So, ich habe hier eine 50er. Ich nehme meine Spleißnadel. Wie schon letztes Mal gezeigt, von Lime Bennett, eine Spleißnadel mit zwei Drähten. So, wir brauchen die 75er. Nehme ich auch sehr gerne als Vorfach. Als erstes würde ich sagen, wir speisen ungefähr 10 bis 15 cm ein. So, ich mache mal die 50er auf. Ich speise jetzt hier natürlich, umso feiner die Schnüre sind, umso mehr Feinarbeit ist das. Da braucht man am Anfang schon Übung. Jetzt sind meine Finger auch noch kalt. So, und ich bin schon im Kanal drinnen. Immer schön gerade auf die Spleißnadel aufführen. So. Wie ihr seht, bei der 50er ist es ein bisschen feiner, Feingefühl gefragt. Aber es geht. Normalerweise fühlt sie sich von selbst, aber jetzt ist halt alles ziemlich kalt in der Jahreszeit und da geht das nicht so leicht. So, das haben wir mal. Jetzt führen wir die 75er durch die Spleißung. So, wie ihr seht, die ist jetzt durch und zieht sich schon zusammen. Also, hier haben wir schon die erste Verbindung. Ich habe sie jetzt reingezogen. Hier haben wir schon 10 cm. Und jetzt machen wir das gleiche bei der Schlagschnur. Bei der Schlagschnur nehmen wir genauso. Welche Länge haben wir hier? Das wir nicht. Schön müsst ihr die Länge ansehen. Und von dort, dass ihr die Schnur noch rausziehen könnt, fangt ihr ein zum Einspeisen. Also wieder das gleiche. Bei der 75er, beim Snackleader geht es schon einfacher. Und kurz bevor ihr da rauskommt, seht ihr, ziehen wir auch das raus. Jetzt nehmen wir die 50er und
Aufspeisen die 50 ein. Das geht sehr leicht. Ihr seht, ein bisschen Übung und das läuft schon perfekt. So. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Wir haben hier das Ende, das andere Ende ist bereits drinnen und wir haben hier eine super Verbindung. Wir schneiden dieses Ende ab, ziehen es etwas raus. So, wir sehen hier, wo das Ende ist. Hier auch, ziehen wir das gleich. Gebt noch etwas Superkleber drauf und ihr habt eine super Verbindung. Und natürlich durch den Übergang kann hier an der Schlagschnur nichts hängen bleiben, weil die Schlagschnur direkt in die Hauptschnur übergeht. Wenn ihr das seht, ihr seht nichts. Eine wunderbare Verbindung und haltet Bomben fest. Dann gehen wir gleich an den Karabiner. Ich nehme hier ganz normalen Karabiner. Super fürs Vertikalangeln oder Spinnfischen. Nicht zu groß. Hat keine Tragkraft. Und da nehmen wir wieder die Spleißnadel. Spleißen ein paar Zentimeter. Dass es auch haltet. So. Wir ziehen das Geflecht wieder auf. So, wir fädeln ein und wieder einhängen durch, bis er rauskommt. Und fertig und haltet schon wie Bombe. So, jetzt haben wir unser Vorfach fertig und wir können schon losstarten zum Vertikalangeln. Ich gehe gleich her. Kann dann meinen Teaser einhängen oder wenn ich Spinnfische eben meine Spinner. Und das haltet ohne Probleme. Ihr werdet viel Freude daran haben. Versucht es, probiert es. Und zu den Produkten findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dorthin. Dickes Petri und dicke Fische. Ciao, ciao.